Schon, der beschleunigt die gar nicht mehr. Da ist die nächste Tanke. Brauchst du jetzt auch Sprit? Nee. Du hast gesagt, du hältst nur eine aus. Ja, dann fahre ich jetzt eben tanken. Nein. Ja, das müsste tatsächlich noch locker reichen, weil ich den Tank habe. So fährst du schon wieder so lange? Ich kann so schnell unterwegs fahren. Ja, was fährst du auf der mittleren Spur? Natz mich nicht. Ich muss rüber. Ja, aber doch nicht so weit. Okay. Alles okay bei dir? Ja. Okay. 11% Schaden. Okay. Sorry. Der Auflieger hat 48, das ist das große Problem. Ja, du hast ja genug Geld. Das ist schlimm. Das war nicht so geplant. Nee, ist auch nicht schlimm. Was überholst du auch? Was ziehst du denn da so übertrieben rüber? Wollte ich gar nicht. He break-tested me. Ich wollte gar nicht rüberziehen. Das war Notwehr. Ach so. Ja, stimmt. Du wolltest unbedingt überholen, obwohl wir uns geeinigt haben, dass ich vorfahre. Ich wollte gleich ziehen, weil du zu langsam warst. Ich bin 90 gefahren. Ja, du durftest 97 fahren. Nein, 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 nein. Deutsche LKW sind bei 90 abgeriegelt. Da kannst du nicht sagen, ich darf 97 fahren. Das ist mir hier völlig über. Ich fahre jetzt auf beiden Spuren. Okay, ich mach mit. Ich wollte dich deinen Auflieger schrotten. Auch nicht dein LKW. Das ist aber alles gut. Das ist jetzt nicht so, dass ich am Hungertuch mache. Nee, du hast dir Geld ercheatet. Nee, das Spiel hat mir Geld ercheatet. Das sag ich doch. Ist das gleich. Ich hole aber auch mit 114. Kannst du gar nicht, ich fahre 113. Aber oh, warte mal. Oh, da steht einer. Das bin ich. Vorsicht, hier biege ich gleich ab. Also ich fahre hier gleich langsam, ne? Alles easy. Ach, erster Aufenthalt in Liffer. Ah, hier ist ein Kreisverkehr. Das konnte ich nicht sehen von weitem. Kommt jetzt auch nicht mehr drauf. Ich fahre mal eben zur Garage, hier zur Mechanik, ne? Ja, aber du kannst ja halt den Auflieger nicht reparieren lassen, ne? Ja, aber die 11% Schaden vom Hauptauto. Ja, das geht. Ich habe 1%. Okay. Ist ja fair. Das ist ja echt fair. Wie viel Geld hast du eigentlich? 40 Millionen. Ja. Das ist auch nicht schlimm, wenn du kein Geld für den Auftrag kriegst. Das trifft mich hart. Dachte ich mir. Hoppla. Oh, hier ist eine Ampel. Erstmal mit Schalten, LKW. So, bestätigen.
Ich wollte hier nur Straße auf dich, ne? Echt jetzt? Ah, ich wollte das sagen. Ausgezeichnet. Erstmal speichern. Hier ist nichts Sinnvolles bei. Ich fahre noch mal kurz nach Liverpool rein. Ne? Aus noch der Zeit, oder? Ich stehe hier auch gar nicht im Weg oder so. Okay. Die Bremse funktioniert nicht gut. Zumindest im Verhältnis zum Auflieger. Ich weiß nicht, warum der die ganze Zeit Druckluftprobleme hat. Ah, egal. Ich hatte mal so einen Bus. In Omsee, ja. Ich bin aber so einen Bus gefahren, ne? Der konnte das auch. Das ist gut. Glaube ich. Gucken, was die hier haben. Nix, ich bin zu weit vorgefahren. Ah, zurück nach Kalei. Mhm. Cool. Das Rot. Ich weiß, hat mich gerade auch nicht gestört, aber ich möchte nicht immer Geld zahlen müssen. Glücklich. Was macht die da? Ich habe hier was nach Manchester. Läuft. Oder was bist du? Ins tiefste Frankreich. Auch schön. Ja, ich bin Profi. Cool. Warum sind hier überall Ampeln? Noch viel schlimmer, warum sind die alle rot? So, was gibt es hier? Auch nix.
Es sieht so aus, als würde das Spiel nicht wollen, dass du Geld verdienst. Ich könnte natürlich einfach einen Auftrag nach Frankreich annehmen, den ich dann aber heute in dieser Aufnahme dann nicht zu Ende fahre, einfach. Was möchtest du? Das klingt schon wieder so, als mach das lieber nicht. Das ist tatsächlich eine Frage, willst du oder willst du nicht? Warum sollte ich nicht? Das ist doch egal. Ich fahre das nächste Mal nach Frankreich. Da bin ich tendenziell mal dabei. Das ist schon gelungen, sei dann. Okay, da kann man nicht lang fahren, aber das sah so aus. Schön, dass da eine Wand ist. Bahnbrechen. Ja, also eine Alpha-Wand. Ach so. Na dann. So, hier haben wir nämlich einmal nach Lyon. Mhm. Auftrag annehmen. Und zwar Motoröl. Okay. Gesundheit. Moröl. Moröl. Bestes Spiel. Und da fehlt mir auf YouTube noch so ein 100-teiliges Let's Play zu. Bitte? Zu dem Spiel, da fehlt noch ein 100-teiliges Let's Play zu. Nee, ich mach das nicht. Ich möchte das ja nur gucken. So, wo musst du jetzt hin? Ich muss nach Birmingham. Birmingham. Und wo? Und zwar, warte, das sag ich dir sofort. BCP. Ach da. Ja, okay. Habe ich. Achso? Also M56 und dann unten runter? Ja, ja. Gut, wo fahre ich jetzt? Kannst auch schon mal losfahren. Ach nein, brauchst du nicht. Das ist Quatsch. Ich kann schon mal langsam anfahren. Warum funktioniert das jetzt nicht? Warum fährt der neben mir bei Rot los? Ich hab mich ja die Ampel gerade neben eingestellt, bei Rot, ne? Und der fährt einfach los. Mhm. Na gut. Jetzt ist grün. Aber wenn er meint. Läuft echt voll bei meiner Automatikschaltung. Ist doch gut. Ich glaube, ich warte jetzt mal kurz auf dich. Ja. Ich habe mal mit Warnblinker jetzt gebremst, weil ich einen hinter mir habe. Den scheint das ein Scheiß zu interessieren, dass hier rot ist. Der wäscht den Report, okay. Kriegen wir auch hin. Tobi wieder im Rage-Mode. Nee, das war so. Ich glaube, das reicht. Nee, ich glaube, das war schon berechtigt, dass ich den gewartet habe. Den hat das scheinbar gestört, dass ich bei Rot an der Ampel stehe. Also, dann wird grün, ich fahre los und er zieht voll in meine Spur rein. Das läuft. Ich hab's auf Aufnahme.
Alles gut. Du bist noch 617 Meter entfernt und entfernst dich von mir. Fährst du gerade irgendwo vor? Jetzt kommst du näher. Das dürfte deine Frage beantworten. Ich war noch im Prinzip an der Ampel, wo du warst, wo du gewartet hast, weil da wurde ich nämlich leider durch die Gegend gerammt. Aber war ganz gut, dass du an der Stelle nicht gewartet hast, weil sonst wären sie dir voll hinten drauf gebrettert. Ja, der Anhänger ist ja schon kaputt. Und zwar alle drei. Nee, nur der erste. Die anderen werden auch sich selber drauf gefahren. Oder ein bisschen, ne? Ja. Ja. Ich habe natürlich an der Stelle, wo er dann meinte, er müsste jetzt mich wegrammen, natürlich nicht gebremst, sondern versucht, seinen Anhänger möglichst gut zu zerstören. Passt. So, noch 136 Kilometer. Das geht. Ja, ich habe noch 1277 Kilometer. Dann noch wird aber nicht mehr fahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das habe ich auch nicht gesagt, ne? Aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast, um dich zu profilieren. Sicherheitshalber. Ja. Ich habe ja schon ein Profil. Ich muss mich ja gar nicht mehr profilieren. Ja, aber wie ich bringe solche Witze. Ja, dann ist sofort Weltuntergang. Wo bleibst du denn jetzt? Ich bin auf dem Berg. Jetzt geht's bergab, jetzt komme ich auch schneller ans Ziel. Aha. Chart noch gerettet. Also ich mache Let's Plays mit Niveau auf meinem Channel, du anscheinend nicht. Habe ich auch nie behauptet. Ja, aber kannst du bitte das Niveau auf meinem Channel lassen? Nee. Das habe ich schon alles... Nee, warte mal. Das hat keinen Sinn, was ich jetzt sagen wollte. Machen wir weiter. Tja, liebe Zuschauer, bis hier war das leider das ganze Aufnahme ohne Ton. Das liegt daran, dass Matthias nicht sehr niveauvoll war. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Nee. Das ist egal. Ich lasse das alles rausschneiden. Ja, gibt ab jetzt keinen Ton mehr. Das sind jetzt Gameplay-Videos. Nur diese kurze Aussage. Ja, ja, so heißt mein Channel doch auch, oder? Passt doch. Schnell. Warum sollte ich eigentlich nur Let's Plays machen, wenn Gameplay im Namen steht? Ist ja Schwachsinn. Du machst halt im Moment mehr das Moor. Ausschließlich. Vielleicht ändere ich den Namen vom Channel irgendwann mal. Mach jetzt it. Moor and Gameplays.